Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Road to Glove Unboxings. Heute habe ich wieder 10 Glove-Kisten am Start. Ja, ich bin eigentlich guter Dinge, weil schlechter als sonst kann es, glaube ich, nicht mehr laufen. Entweder gleich schlecht oder besser. Ich hoffe mal, dass es besser wird. Und am Ende des Videos gibt es ja dann noch ein Giveaway, was ausgelost wird. Es gab ja noch 2 AK Redlines, also gibt es ja noch zu gewinnen. Aber jetzt machen wir zum Schluss, jetzt hebeln wir mal die 10 Kisten auf. So, bin mal gespannt. Mal Gloves wären jetzt sowieso sick, aber letztens habe ich im Smurf ein paar Kisten aufgehebelt und das war nur Nagel von Max Sevens, also lauter Blueskins. So unlucky wie immer. Und ich reibe es einfach mal in Pink Skin. Ich hoffe da mal auch schon länger. Und bei einem Red Skin habe ich sogar gezogen, eine Orca Medium. Also. Ist da. So. Kiste Nummer 3. Und man muss einfach positiv sein. Positiv denken, dann passiert einem auch Positives. Merkt euch das. Witz. Und was ich noch sagen wollte, also das habe ich jetzt eigentlich schon fast wieder vergessen, warum ich, also ich mache das Video, in diesem Video mache ich kein Greenscreen, weil ich etwas spät dran bin heute mit der Aufnahme, weil ich habe ja heute, also meine neue Maus ist heute gekommen, ich habe eine neue, oh, Pink Skin. Sage, man muss ja nur positiv denken, dann passiert das. Ich habe mir eine neue Maus bestellt, die ist heute gekommen und die muss ich dann gleich mal in ein paar Matchmakings am testen, wie die so ist. Und sie ist ziemlich nice, also ungewohnt, muss ich wieder reinfinden, aber es geht gut. Und ich habe dann eigentlich Bock, dass ich gleich wieder weiter spiele. Deswegen versuche ich, dass ich das Video heute so schnell wie möglich online bringe, weil wegen dem Giveaway ja auch, sonst hätte ich das auf morgen verschoben. Weil ich weiß, dass da ein paar vielleicht drauf warten werden. So, ich hoffe, das bleibt jetzt nicht mit einem Pink Skin. Aber es geht ja auch nur blau vorbei. Ist viel zu erst deep hinein. Okay, ja. Dann wären wir eigentlich auch schon wieder bei der letzten Kiste. Es ist... Ja, ich verstehe das nicht, warum... Ich glaube, dass die ja die Prozente zurückgesetzt haben. Weil... Hier eine Max 7, da ist die 7. Und, ja. War schlecht, aber es gibt schlechtere Episoden. Oh mein Gott. So, egal. Zu die, wo sind jetzt die? Da. Wieder zweimal, also jeweils eine Redline zu gewinnen. In Fieldtest, glaube ich. Beide. Ja. Da habe ich ja gesagt, ich werde entweder mit Random Comment Picker ziehen oder mir die selber raussuchen. Nachdem das jetzt zwei Preise sind zu gewinnen, mache ich beides. Also ich werde zuerst mit einem Random Kommentar Picker deinen Kommentar auswählen, beziehungsweise das Programm wird das machen. Und dann werde ich den zweiten, werde ich mir dann selber aussuchen, beziehungsweise ich weiß den schon, den zweiten. Nur ich werde den zuerst mit dem Random machen, weil nicht, dass ich jetzt dann den einen so vergebe bei ihr und dann bekommt er halt noch die zweite. Also ich will da schon darauf achten, dass da verschiedene, also dass das zwei verschiedene Gewinner sind. So, und die erste Redline geht raus an den Simon Toben. Er hat geschrieben, ich finde das mit dem Spammen nicht gut, aber ich feiere dich trotzdem. Ja, und deswegen mache ich das jetzt auch nicht mehr so oft. Bei diesem Giveaway zum Beispiel ging es ja auch ohne Spammen. Also ihr hättet mehr Kommentare schreiben können, aber es hätte nur als 1 gezählt. Also wenn ihr jetzt 10 Kommentare geschrieben hättet, hättet ihr es trotzdem nur als 1 gewertet. So. Und die zweite Redline, die geht raus an It's Unleashed, weil er hat da, sag ich mal, einen Roman geschrieben, das was
mich auch wieder positiv überzeugt, einfach sowas motiviert mich einfach, dass ich halt die Videos hier mache. Also ich werde wäre mir recht, wenn ihr dann eure Trade-Duell in den Kommentaren schreibt, ihr zwei. Also einmal jetzt Unleashed und Simon Tome, der ist, wie ist der Kommentar? Hier am Schluss. Also bitte eure Trade-Duell in die Kommentare schreiben, dann kann ich euch die zwei Redlands offern. Dann über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen. Hilft mir auch weiter. Und dann über ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, und dann war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video für heute. Dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.